Sattler, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannten Folge 7 Days to Die in der Warzug-Mod hier. Jetzt hätte ich beinahe Zombie Daisy gesagt, ne? Aber die spielen wir ja im Moment auf Twitch. Würde mich freuen, wenn du da mal vorbeischaust. Immer ab 12, 13 Uhr, meistens eher 13 Uhr, mittags bis so 20 Uhr. Ne? Streamen wir da immer 7 Days to Die im Moment, wie die Bekloppten. Würde mich freuen, wenn du da mal vorbeischauen würdest, ja. Immer lustig da. Darfst du gerne mal machen, wenn du möchtest. Ist natürlich kein Muss, aber darfst du gerne, ne? So, letzte Folge haben wir ja hier aufgehört. Gleich ist Horde, ne? Wie ich gesagt habe. Wir haben nicht viel. Wir haben ein paar Armbrustpfeile hier. Bolzen. Pfeile in der Armbrust, ne? Wir haben unseren Knüppel. Wir haben die Pistole Gott sei Dank gefunden. Wir haben ein paar Rohre zum Reparieren. Erste-Hilfe-Verbände. Den Kaffee, den ich total übersehen habe, ne? Als ich gesagt habe, wir haben nichts zu trinken. So, hier gekochtes Wasser, ein bisschen zu essen haben wir. Fort Bites, nicht Bits, sondern Bites. Die Schadensvermeidung machen 50%. Und ja, das war's. Ich hoffe, wir überleben so die Horde hier. Wir werden sehen. Dit ist geladen. Dit Ding ist geladen. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze hier standhält oder nicht. Ich bin gespannt, ne? Da unten ist schon hier, ne? Skeletor, der Gangster am Start. So, Licht haben wir Gott sei Dank. Wenn Geier kommen, haben wir ein kleines Problem. Zur Not müssen wir in die Mitte flüchten. Dann hätten wir nur den Vorteil, dass die hier immer alle einzeln rauf müssen. Da könnten wir sie immer dong, dong, dong weghauen. Warten wir aber erstmal. Ich habe da unten, wenn ich es richtig sehe, genau, da habe ich noch einen Block hingestellt, dass sie vielleicht hier hochklettern und nicht außen rumlaufen. Schauen wir mal. Der eiert da rum. Und ich hoffe, ich bete dafür, dass dieser Turm hier hält. Wenn er zusammenkracht, sind wir natürlich hops, ne? Wir haben 32 Zombies pro Welle und auf Krieger das Ganze stehen, ja? Bei 60 Minuten Tagen. Also schauen wir mal, was das gibt. Ob wir auch noch irgendwie ein bisschen was looten gehen können dann. Ob die gut was droppen hier, wer weiß, wir werden sehen. Wir haben jetzt einen Loot-Stage von 46, das ist auch in Ordnung. Überladen sind wir noch nicht, aber lang dauert es nicht mehr. Tun das mal hier rüber, das hier rüber. Voll ist noch alles. Da ist der Sound. Die Horde kommt. Ich bin gespannt von wo. Ob sie überhaupt herkommen. Da hinten kommen sie. Überall. Da rennt einer gegen die Wand. Wilder Gefahrgutbeauftragter. Kann er gerne. Das waren die Kiefernsamen. Ich weiß gar nicht, wie viel das hier aushält. 2000. Okay. Vielleicht sind sie auch selten dämlich und rennen alle nur kreuz und quer da unten rum. Das würde mich mal interessieren. Ob die das überhaupt hier schaffen oder ob die nur da drauf rumhauen. Wir werden sehen. Erstmal müssen sie da unten alles aufkloppen, um herzukommen. Das ist hier schon mal ein Pluspunkt, ne? Guck, da kommt jemand. Okay, sehr gut. Scheint auch wieder sowas wie eine unendlichem Kreislaufen zu sein. Gefällt mir. Ist jetzt die Frage, hüpft die hier hoch oder... Nein, sie hauen da alle rum. Okay, die haben wir getroffen. Dann könnten wir sogar hier hinten noch ein bisschen... Guck, da stehen sie alle. Hauen wir hier so ein paar Pfeile, so ein paar Bolzen rein. Hier. Hallo. Kommt der Nächste. Dankeschön. So, und der ist weg. Immer gucken, wenn da hinten einer ankommt. Wenn natürlich erstmal alle hier Schlange stehen und da ein Loch reinhauen, damit es schneller geht. Okay. Solange es klappt, lassen wir das so, ne? Wir werden natürlich noch unsere eigene Basis bauen. Nicht wieder dieselbe wie bei der Vanilla. Wir denken uns was anderes aus. Aber durchaus auch was Interessantes und Schickes, würde ich sagen. Wo wir halt ein bisschen was testen können und so weiter. Jetzt hat er noch 20 Leben, ey. Willst du mich veräppeln? Komm, ich weiß, du lebst noch. Jetzt nicht mehr. Okay, leider kommen wir nicht an unsere Bolzen ran. Das ist ein bisschen doof. Aber was willst du machen? So, habt ihr da unten jetzt mal hier irgendwie... Die stapeln sich. Da liegen unsere Bolzen. Die schönen Bolzen. Da ist jemand in die Mine gerannt. Da kommt Skeletor. Eigentlich ganz gut hier, muss ich sagen. Jetzt habe ich die Olle getroffen, ey. Weißt du, jetzt habe ich die Olle getroffen. Mann, 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 Mann. Nehmen wir erstmal hier die Bolzen, ja? Bisschen wechseln. Ist jetzt hinüber? Lol, ist die echt hinüber? Ich will da reinklettern. Wer ist das denn? Habt ihr gesehen?
Was ist das denn für eine gewesen da? Da kommen die nächsten. Ah, das sind sie wieder. Guck hier, und da ist Skeletor wieder. Natürlich. Oh nein, nicht daneben. Zappel, Philipp. Oh, der hat gut gesessen. Ah. Da haben wir mal den Gefahrgutbeutel. Da ist er wieder. Oh nein. Da kommt ein Lautsprechermann. So, das habe ich ganz vergessen, ne? Oder eigentlich, nee, nicht vergessen. Ich hatte es gesagt am Anfang. Hier gibt es ja auch mod-spezifische Zombies, die es in der Vanilla nicht gibt. Das ist einer davon, ja. Also nicht wundern, da kommt er schon hier. Der Lautsprechermann. Der auch noch fast hier rüberkommt, ey. Alles klar. Ja. Der nervt halt immer ein bisschen, muss ich sagen. Aber okay. Tschüss. Passt der überhaupt da durch? Sollte er. Dann kommt er wieder. Geh weg. Nee, wo haust du rum da? Genau. Good night and stay safe. So, mal gucken. Tschüss. Weg ist er. Kriegen wir ihn eigentlich immer? Haben wir den jetzt getroffen oder nicht? Ich weiß es nicht. Naja, ein bisschen EP haben wir ja schon gemacht. 26 auf dem Weg zu 27. Der ist hinüber. Mal gucken. Also das klappt eigentlich erstaunlich gut, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dafür, dass das so eine Notlösung ist. Dankeschön. Der fliegt einfach durch wieder. Parasit. So sieht's auch aus. Parasitenzombies in der Hordennacht. Okay. Zwei Leben noch. Really? Diese Sirene. Der Sound ist ein bisschen nervig, aber was willst du machen? Komm schon. Irgendwo da unten läuft er wieder rum. Ist der letzte, der hier kommt, oder was? So, die ist weg. Da ist wieder der Parasit. Da ist wieder der Sirenenmann. Leider waren wir gerade am Zielen. Der ist weg. Sehr gut. 1620 EP dafür. Nice. Gleich Level up. Ich würde gerne den Sirenenmann noch ein, zwei Mal treffen. What? Jetzt schon? Okay. Das war natürlich, ne? Bitter. Bitter. Genau das wollte ich eigentlich nicht, ja. Das ist Kacke. Das war ein Flieger aus der Mod. Keine Chance gegen, ne, wenn wir hier so rumstehen. Wie du siehst, zwei Schläge, weg sind wir. Jetzt haben wir natürlich vier Schuss hier drin. Wie kommen wir jetzt da hinten hin zu unserem Rucksack? Ja. Eine Horde zum Vergessen. Wir versuchen mal da irgendwie hinzukommen. Lebend, was haben wir? 0 Uhr. Ich will nur weg von unserer Butze hier, ja. Nicht, dass die da irgendwie alles kaputt machen. Da steht ja noch gar nichts. Wir versuchen es mal. Da unten ist irgendwas Brennendes. Oh nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich will nicht. Eigentlich müssten wir uns jetzt hier verstecken. Bis 4 Uhr ist. Alles und jeder haut uns einfach nur um. Mit unseren Klamotten. Ja, hast du ja gesehen, ne? Zwei Schläge, hops, weg bist du. Bei dem Moppel. Übelst. Übelst. Das war natürlich Pech. Extremes Pech, dass da ein Flieger kommt. Eieiei. Aber da müssen wir halt andere Geschütze auffahren. Und bis dahin hat's gut geklappt. Dann kam der Flieger und es war vorbei. So, bei mir ist gerade übelstes Unwetter. Gucken wir mal, was hier sonst noch so los ist. Ich hoffe doch nichts. Eigentlich müssten die jetzt alle despawned sein. Und die Horde vorbei, weil wir sind ja gestorben, ne? Ja, was willst du machen? Was willst du machen, ne? Zack und tot. Ich glaube hier Burning Angel oder was war das? So heißt der Mob. Irgendwie so.
Ich liebe Ausdauer. Ui, 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 okay. Aber das ging schnell, du. Bam, bam, tot. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, die fehlt noch hier. Dankeschön. Ich will meinen Loot hier und meinen Rucksack. Der Rest ist mega. Okay. Was kommt denn da noch? Ja, genau. Okay. Ich würde sagen, wir sind dann wieder tot. Wir machen noch ein bisschen EP. Was zum Teufel? Ein mutierter Titan. Was war das denn? Den kenne ich auch noch nicht. Scheint neu zu sein seit dem Update. Holy moly, was war das denn bitte für ein Vieh? Ich habe keine Ahnung. Boah. Alter. Krass. Krasser Scheiß, ne? Uiuiui. Uiuiui. Es ist natürlich die Frage, wie gesagt. Bringt das was, überhaupt dahin zu laufen? Wir sind ja instant wieder tot. Du hast es gesehen. Anscheinend war die Horde dann doch noch nicht vorbei. Ich meine, wir haben ein bisschen EP gemacht, aber wir bringen uns halt nur immer weiter ins Minus, ne? Ja, die werden jetzt nur alle da rumlaufen. Wir machen mal ganz langsam hier runter. Gucken. Eigentlich sollten die uns ja suchen, ne? Also auf uns getriggert sein. So, Vorsicht, bitte kein Bein brechen. Kann ich das Ding hier mal wegmachen? Das nervt mich nämlich tierisch, dass ich hier nicht sehe. Okay. Also halten wir mal kurz fest, ja? Was sind das bitte für Zombies? Und für die nächste Horde brauchen wir auf jeden Fall etwas mit Dach. So, dass wir hier nicht, zermatschelt werden. So. Übelst, 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 übelst. Jetzt müssen wir natürlich beide Rucksäcke suchen, ne? Sofern wir noch wissen, wo sie sind. Ich hoffe, das ist nicht alles despawned und weg. Das wäre natürlich fatal. Mutierter Titan da, ey. Alter Falter. Oh, du hast gesehen, wie der uns wieder weggeschnetzelt hat, ne? So, was haben wir? 1.20 Uhr. Und der ist groß. Der war richtig groß, ne? Also, da müssen wir überlegen, was wir da bauen. Da muss ich echt mal gucken auf YouTube, was andere Leute so bauen und ob man sich da irgendwie Inspiration holen kann für etwas, was man bauen kann. Müssen wir schauen. 1.32 Uhr. Alter, ich traue mich gar nicht da hinten hin. Sind direkt wieder tot. Sind direkt wieder tot. Guck, jetzt sind sie wieder alle weg. Aber ich schätze mal, die spawnen jetzt wieder und, ne? You know what I mean. Lass mal gucken. Was haben wir denn da hinten gemacht? Ne, hier, da ist die Hordenbasis. Da müssen wir hin. 370 Meter. Das schaffen wir, glaube ich, gar nicht. Gucken, ob wir lebend da ankommen. Einmal versuchen wir es noch. Mehr wie sterben geht nicht. Vielleicht waren das ja nur die Reste. Hund. Mein Hunde mag ich auch nicht, aber ich glaube, Hunde sind das kleinste Problem hier, wenn ich mir so die Zombies angucke, die da gerade angerannt kamen. Ja. Ne, hier sind wir gestorben, ne? Genau, hier kamen die alle aus dem Dunklen da. Lauf, Forrest. Lauf, guck nicht nach hinten. Heide Witzka, du, Herr Kapitän. Keine Ausdauer mehr. La, 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 la. Okay, das kannst du knicken. Noch 100 Meter. Guck, die spawnen hier alle. Oh, 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 oh. Da ist unser Rucksäckchen und wir haben keine Ausdauer mehr. Hallo, trink hier. Trink, 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 trink. Lauf, lauf, lauf. Jogger, lauf, Jogger, lauf, Jogger, lauf, lauf, lauf. Dann gib die faule Sau doch auf. Oder wie war das, ne? Komm, geh weg. Wir brauchen ein bisschen Ausdauer. Wir müssen da oben framen. That's the problem. Wow. Nee, wo ist mein Rucksack? Er liegt da vorne, wa? Nee, da.
So, bevor hier wieder irgendein Flieger kommt, rein da. Uhr 26, Alter. Krass. So, haben wir irgendwas zum Essen, zum Trinken? Nein, nicht wirklich. Ich hoffe, der Turm hält das aus. Sonst haben wir ein Problem, ne? Mal gucken, ob wir irgendwo einen Flieger finden. Ich sehe gerade keinen hier. Problem ist, wenn er kommt, sind wir wieder instant tot. Radiated Biker, da hinten brennt irgendwas. Aber oh, der kam ja auch aus dem Nichts, ne? Ah, Elke! Lalalala. Und das an Tag, bei der Tag 7, oder weißt du? Das ist schon frech, du. Wie will man das überleben? Terraner Steve. Die werden alle unten rumhauen, schätze ich mal. Elke! Komm schon! Es dauert halt ewig, bis er hier nachgeladen hat. Ja, will mal gucken. Flieger, Flieger. Die ist weg. Irgend so ein Riesenhund. Drei Uhr, wir haben es gleich geschafft. Alter. Tod durch brennenden Engel. Obwohl, warte, 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 das ist nicht gut, lass offen. Infected Nurse Aid, okay. Oh, lad nach. Bisschen haben wir ja. Der kommt da. Alter Falter, was da alles ankommt. Guck dir das an. Wir haben echt die A-Karte, ne? Ja, wir müssen die Quests weitermachen, Leute. Und wir brauchen bessere Waffen. Definitiv bessere Waffen. Das hier bringt ja gar nichts. Wenn ich das so sehe. Können alle ein bisschen andötscheln und das war's. Oh, muss schon repariert werden, okay. Dann mach mal. Jetzt bitte nachladen. Das Feuer da hinten, ne? Jo. Alter Falter. So, den nochmal zweimal angeschossen. Was haben wir? 3:29 Uhr, gleich ist 4 Uhr. Ich hoffe, wenn sie langsam werden, können wir sie alle einfach so unten mit dem Basie weghauen, Stück für Stück. Die Verstrahlten garantiert nicht, weil die sich ja heilen. Die werden immer voll sein, hier irgendwie gefühlt. Gefüllt hoffentlich nicht. Gucken. Kermit hüpft da wieder rum durch die Gegend. Alter Falter. So. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. So. Ja, schön. Eieiei. Sommer 346, gleich ist vorbei. Vielleicht haben wir ja Glück und irgendwo in den drei Säcken, die da liegen, ist was drin. Damit. So, 1620. Ja, ich habe übrigens unseren Malus wieder weggeballert hier. Na komm her. So, sind wir wieder. Jetzt sind wir wieder im Rhein. Das ist gut. Die Nacht ist vorbei. Das ist natürlich ein wilder Soldat. Ich sehe niemanden hier, der irgendwie fliegt. Das heißt, wir könnten wieder hier runter. Hoffe ich zumindest. Ich will nur nicht darunter fallen. Ich glaube, die boxen alle da rum, ne? Jo, das tun sie. Guck mal, was da rumkommt, ey. Holy shit!
Mal weg hier. Du kannst auch weggehen. Was dat? Mann, 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 Mann. Elke hier. Die liebe Elke. Die liebe Elke. So. Da kommt er wieder an. Fast tot. Das ist ja schon mal gut. Knapp vorbei ist auch daneben, oder wie war das, ne? Ach, Alter, wie viele sind das überhaupt da unten? Wenn ich mal fragen darf. Da hängen sie auch überall drin. Und alles Ferale, ne? Alles Ferale. Sind die des Wahnsinns, ey. Na? Das wird noch ein bisschen dauern, du hier. Glaube ich. Der ist weg. Da kommt die andere. Wir haben Level Up und 2 Punkte. Die ist weg. Die ist gut, aua. Oh Gott, ey. Da hat sich jemand eilig, Alter, wie die Elke hier wegkicken. Wie die Elke wegkicken, die Fieslinge. Leute, kommt ihr noch? Haut die da unten rum? Ich hab keine Ahnung. Nein, da kommt wieder mehr. So, Ronald ist dran. Dankeschön. Holy moly. Er will aufs Dach, okay. Weg damit. Ja, sollen wir mal hier, ne? Unsere Dingens machen. Ja. Okay. Keine gute Idee, wenn die einen so wegkicken. Obwohl, wenn sie einzeln kommen, geht's. Es sei denn, es ist eine Big Mama. Kick mich nicht hier runter, du. Nee, nein. Lol, es ist ja kaputt. Ich kann ihn nicht wegnehmen. Hau ab. Los, geh weg. Ja, sie springen runter. So. Tschüss. Der fliegt auch runter. Er fliegt dahin. Alter Fall. Sie wieder daneben hüpft. Ach, ist das schön. Ja, 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 das ist ein normaler. Das ist auch eine normale. Weil es eine normale ist, warum rennen die alle? Wenn ich mal fragen darf. Das würde mich mal interessieren. Komm. Tschüss. Runter da. Runter. Du sollst weggehen. Okay, komm. Alle hier um die Ecke. Immer einzeln, das wäre ganz gut. Sie alle da runterhüpfen. Komm. Du darfst wieder her. Das ist zum Teil sehr komisch, ne? Sehr komisch, wie die hier hüpfen. Muss ich mal sagen. Mit dir.
Komm. So, das müsste jetzt eigentlich nur noch die letzten sein hier. Die Normalos. Ah, von wegen. Das ist voll die Elke-Armee hier, ey. Krass, ey. Echt krass. Was da noch kommt. Der Biker. So, weg. Die letzten 26 Schuss. Ich habe das Gefühl, das nimmt gar kein Ende, ey. Das werden immer mehr und mehr statt weniger. So kommt es mir vor gerade. Tschüss. So, komm, lad mal nach. Hui. Hui, sage ich nur. Hui. So, weiter. Da kommt der Biker wieder. Oh, kaputt. Nicht gut. Komm her. Lag. Autsch, autsch. So, kurz auf die Zeit gucken. Haben wir noch Zeit? Jawohl, haben wir noch. Guck dir das an, das ist das, was ich meine. Es nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende. Kommen die alle her? So, die sind weg. Mir reicht's jetzt. Wir gehen jetzt gucken. Da sind nochmal 70 Schuss. Lad mal nach. Der war ja zerstört oder angedutscht. So, was da drin? Auch noch ein bisschen Schüsse. Nachladen, da kommen wieder welche. Wir gehen jetzt einfach mal hier runter. Ja. Mehr wie wieder sterben können wir nicht. Knochenbrechen ist auch immer gut. So, aber dann haben wir mal hier eine Übersicht. Ach, die sind da unten drin. Die sind unten wach geworden, ne? Kann das sein? Beim guten Zeug. So, gucken, was da kommt. Ich habe natürlich irgendwas im Auge, aber ist nicht schlimm. Können wir gucken, ob der Turm standgehalten hat. Der sollte eigentlich ohne Probleme standgehalten haben. Ah. Big Mama. Was macht er da? Ich glaube, er hängt fest. Kann das sein? Was ist los? Jo. Hängt fest. Tach, wie geht's Ihnen? Da ist noch ein... Hallo, hier bin ich. Ach, guck mal, er hat sogar noch einen Bolzen für uns mit. Nice. Hier ist noch ein Rucksack. Was ist denn hier los, ey? Es regnet Zombies. Sehr gut. Alter Falter. Da haben sie was weggehauen. Hier haben sie rumgehauen. Okay, die machen schon ordentlich Schaden. Da ist die Mülltonne. Dann gucken wir mal, was hier unten los ist, ja? So, räumen wir mal hier auf. Weil hier ist der Hintereingang zum guten Loot, ne? Wer das nicht weiß. Früher konntest du da einfach direkt runter. Mittlerweile hat man da fette, fette Türen reingebastelt. Die sind überlastet. Womit denn bitte? Dann ess mal was hier. Essen tut immer gut. Können wir immer gebrauchen. So, sonst noch irgendwo was? Ich sehe hier niemanden. Aber da müssen wir noch aufpassen, wenn jetzt demnächst dann die ganzen, diese Riesenzombies da kommen. Die wir gerade eben gesehen haben, die uns in der Hordennacht umgeklatscht haben da, den einen. Das Quaddelvieh. Krass. Das habe ich auch noch nie gesehen hier. Also als wir die im Stream gespielt haben, war das nicht da. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, halb kaputt haben sie schon. Die ist verschlossen. Aber unten müssten sie dann alles offen haben. Den Hammer kriegen wir da noch hin. Sollten wir von der Zeit her. Aha. Ein wilder Herr Kaiser. Ein wildes Herr Kaiser. Kommen sie her. So, Ruhe im Karton. Ich hoffe, da hinten ist nichts. Da oben ist unsere, ne? Da ist unser Häuschen. Ich glaube, die kommen jetzt alle hier lang. Da kommt der nächste. Hallo. Juhu. Lass doch mal die
Unglaublich. Oh, noch zwei Punkte zum Verteilen, ne? Vier sogar, okay. Könnten wir ja eigentlich hier... Nee, nicht da, sondern hier, ne? So. Können wir sogar fünf machen. Perfekt. Dann können wir auch noch direkt vom Landleben machen hier. Ruhe. Das tut weh. Aua. Er kommt da. Eckenbrecher Bob. Aber der rafft es wieder nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob die da drunter geglitscht sind. Oder aber, ob die da unten schon alles aufgehauen haben. 80, 50, also 30 pro Schlag. Musst halt immer gucken, ob irgendwer kommt hier, ne? Musst du immer. So, können wir jetzt noch was machen? Handyman, das ist Increase Your Block Damage. Jo, das könnte man zum Beispiel schon gut gebrauchen jetzt. Dann geht's hier noch ein bisschen schneller, ne? So, irgendwer oder was ist da noch? Irgendwo. Müssen wir mal gucken. Wir machen das jetzt mal gerade auf. So viel ist das ja nicht, ja? Um zu schauen, ob die da unten alles aufgehauen haben. Weil dann könnten wir gerade den guten Loot mitnehmen noch. Bevor wir wieder nach Hause abhauen. Und dann müssen wir gucken, dass wir hier bei Expedition in der Stadt irgendwas Schönes finden. Zum Order ausbauen. Oder aber, ne, wir, ja, suchen uns was anderes, beziehungsweise bauen selber was. Aber wie du gesehen hast, sind das ganz schön üble Zombies da. Ich glaube, ich hatte da im Hintergrund bei dem Quaddelvieh auch noch eine riesengroße Elke gesehen. Das wäre natürlich, uff, ne, uff. Aber okay, das ging ganz schön, du, echt krass. Also hat sich was getan, muss ich sagen. Muss ich sagen. Diese Zombies habe ich noch nie gesehen. So, wir haben das Ding jetzt auf, dann können wir da unten gucken gehen. So, hier ist nämlich alles frei. Hier an der Seite haben sie aufgehauen, okay. Aber er steht natürlich noch, weißt du. Ja, und glitscht durch den Boden, okay. So, wie viel hat der? 5000. Geht aber dank unserer, dank unseres Skills relativ schnell, muss ich sagen. Okay. Dann machen wir das hier noch auf, so dass wir an den Loot kommen. Die Kiste müssen wir gucken. Haben wir Dietriche dabei? Natürlich nicht, ne? Das hier könnten wir mal lesen. Gut. So, immerhin kriegen wir kleine Steine zum Reparieren. Ist ja auch was, ne? Zwei von 5000 schon weg. Nur schon mal eine Hälfte. Also so geht's relativ schnell, muss ich sagen, wenn man das so skillt. Gott sei Dank gibt es da die extra Perks, die man skillen kann. So. Wunder, wunderbar. Wunder, wunderbar. Und nochmal der Hinweis, denk dran, wenn du das Ganze live sehen möchtest, schau gerne auf Twitch vorbei. Würde uns sehr, sehr freuen. Das ist ein richtig lustiger Haufen da. Macht immer Spaß. So. George Gill, Moment, die Zombie Daisy Mod. Werden wir hier bestimmt auch als LP spielen. Vielleicht sogar direkt nach der Warsub Mod hier. So. Nochmal fix reparieren. Irgendwo ist auch noch einer wach getriggert. Ich glaube, das ist der ferale Soldat, der oben im Fenster hängt. Jetzt ist nämlich schlau. Jetzt haben wir hier den Knopf. Den können wir jetzt aktivieren. So, und dann haben wir hier. Zack. Nämlich die Tür offen, ohne dass wir sie aufhauen müssen. Können wir mal gucken. Dankeschön. So, da hinten steht noch einer. Zack, da oben steht einer. Gibt sogar noch richtig fett EP. Richtig gut. Den haben wir aber nicht voll erwischt. Und warum auch immer regnet es hier durch die Decke. Auch wieder lustig. So, jetzt ist er weg. Steht da noch irgendwo einer? Ich sehe keinen. Das ist schon mal gut. Essen können wir mitnehmen. Jawohl. Da hinten könnte eventuell noch einer stehen. Ja, natürlich Elke, wer sonst? Natürlich Elke, wer sonst, ne? So, voll auf die 12, komm her.
Tschüss. Oh, lässt auch noch was fallen. Wunderbar. Ja, Jambalaya Instamix. Mhm. Halt ein heißes Persönchen, ne? So, was hier drin? Schmerzmittel, kann man immer gebrauchen. Was hier drin? $7. Dein Ernst? Oh, Wahnsinn, wie schnell das jetzt geht. Das gefällt mir. 5 Repair Kits, das ist super. Was haben wir hier? 10.000. Auf ist das Ding. Was ist drin? Na, Bauplan Holzsplitter-Mod. Wenigstens ein bisschen Munition. Können wir schon wieder direkt nachladen, ne? So, gehen wir raus, gucken, was hier so los ist. Ich hoffe, es dauert noch ein bisschen, bis diese großen Fuzzis kommen. So, wir machen uns jetzt auf den Heimweg. Da hängt immer noch der Soldat drin. Ich habe keine Ahnung, warum. Und können auf dem Weg nach Hause hier mal, okay, da ist schon der nächste irgendwo. Keine Ahnung, wo. Ich schätze, die sind hier unten drunter. Ah, da ist er doch. Ich wollte gerade sagen, auf dem Weg nach Hause, hier die, ne, Bruchsand, Maismehl, Stofffetzen und so. Stofffetzen und Bruchsand kriegen wir relativ easy. So, Maismehl müssen wir gucken, ob wir hier irgendwo eine Farm finden, wo Mais steht. Das wäre ganz gut. Das wäre echt gut. Aber, wer weiß das schon, wer weiß das schon. So, wie viel brauchen wir denn überhaupt? Wie viel Maismehl? 10, ne? Wir haben nix. Ist auch gerade gar nicht. Ach, dann kriegen wir nur einen. Wenn wir draufhauen, kriegen wir, glaube ich, mehr, weil wir das ja schon geskillt haben. Mal gucken. Ja, dann kriegen wir 2 raus. Siehste, also hauen. Bloß nicht einsammeln mit E. Merken. So, so, so. Alles klar, 16 Stück. Können wir die hier so in der Tasche verarbeiten? Rezepte. Maismehl. 17. Okay, dann hätten wir das Maismehl auch. Stofffetzen und Bruchsand ist kein Problem, wie gesagt. Das kriegen wir ohne Probleme zusammen. Müssen wir gerade gucken, wo wir... Hier kriegen wir vielleicht ein bisschen Sand raus, oder? Lass mal gucken. Toll, kriegen wir Sand raus. Sehr gut. Dann haben wir den auch ratzdifatzdi. Super, oder? Da müssen wir jetzt gerade nur noch fix irgendwo ein bisschen Stofffetzen einsammeln. So, Bruchsand haben wir. Guck mal, das ist doch ein Haus. Dann gehen wir einfach da rein und hauen die Gardinen weg. Natürlich haben wir Hunger. Was auch sonst. Komm her. Hau rein, hau weg. Okay, will ich da rein? Nein, da will ich nicht rein. Blöder Hundi. Muss das denn sein? So, was hier drin? Nix. Super. Dann gehen wir doch lieber dahin. Eis auf den Köter. Oh, was ist hier so drin? Das ist nebenher. Sehr gut. Muss mal aufpassen. Dass er nicht jetzt noch von hinten rankommt. Wo kommen die denn jetzt hier? Auf einmal stehen da zwei. Könnt gern herkommen. Alles EP. Am Schrank sitzt garantiert auch wer. Oder da an der Seite. Wie immer, ne? Zack, fertig. Gipsverband fertigen. Dann zeig mal. Gipsverband hier. Zack. 5 Stück bitte. So, Mini-Hatchet ist auch eine Aufgabe. Müssen wir auch noch machen. Okay, die können wir sogar schon auf 6 machen. Sehr gut. Könnten wir machen. Aber dafür brauchen wir da 10 Klebeband. So, Licht an. Dann gehen wir einfach noch gerade hier die vermöbeln, wenn sie da sind. Der ist mir ein bisschen weit weg. Ja, Skeletor, komm her. So. So. Good night. Was ist da hinten? Irgendwas Grünes. Da müssen wir auch noch hin. 3. Dann sind wir auch erst bei 3 von 5. Hallo! Verstrahlte Wilma. Oh nein. Ah, ja. Die normalen gehen langsam wirklich sehr gut. Muss man einfach so sagen. So, 4 von 5 Gipsverbände. Fertig. Blutbeutel sammeln. Gärungsalkohol. Ach du Kacke. Mal gucken, ob wir da überhaupt weiterkommen.
Oder wir gucken mal, was wir hier noch für andere Quests haben. Psychopath. Okay, time to kill some animals for their resources. Oh nein, 7 von 100. Medic, Mechanic. Wo ist denn der Farmer? Hier ist der Farmer. Nitratpulver sammeln. 500. Lehmboden sammeln. 2000. Ich meine, das ist einfach, ja. Verrottendes Fleisch. Pass mal auf, wir tun das mal auf der Karte anzeigen. Machen wir das mal aktiv, ja. Weil Farmer sind schon wichtig. So können wir die halt alle der Reihe nach machen. Aber wenn ich so auf die Uhr gucke, würde ich sagen, wir hauen Pamela noch eins aufs Maul hier. Tschüss. Und dann begebe ich mich mal wieder nach da oben, lecke die Wunden, räume das ganze Zeug ein. Pamela will schon wieder eins aufs Maul. Was da vorne, jetzt fällt dir das Bein. Und du kannst gerne, wenn es dir gefallen hat, einen Daumen hoch da lassen. Ich sag wie immer, ciao mit V.